Sommer, Sonne, Wasser, ja was will man denn mehr? Der Sportbadpokal der SG Neukölln, bereits zum 22. Mal fand der Schwimmwettbewerb in diesem Jahr statt. Rund 500 Sportler waren am vergangenen Wochenende im Sportbad Britz mit dabei, vor allem aus dem Jugendbereich. Ja, wir feiern, sage ich mal, heute unseren 22. Sportbadpokal. Es ist ein internationaler Wettkampf, teilweise leistungsorientiert, teilweise aber auch breitensportorientiert. Warum sage ich feiern? Weil hier ist halt nicht nur der Wettkampf im Vordergrund, sondern auch ein Riesenfest, was wir unten auf der Wiese haben. Neben Pokalen und Medaillen ging es für den Gesamtsieger auch um diesen Buddybären, bereitgestellt vom Neuköllner Bezirksbürgermeister. Doch die Wettkampfleistung steht hier gar nicht so sehr im Vordergrund. Es geht auch um Zusammensein, Spiel, Spaß und Sport. Und dieses Konzept kommt bei den Teilnehmern an. Also die Atmosphäre hier drumherum ist total schön. Also mir macht am meisten Spaß natürlich das Schwimmen hier. Tolles Wetter, schöne Konkurrenz. Und ja, auch das Zelten und so, weil wir sind ja ein bisschen weiter weg. Ich bin nicht so gut im Schwimmen sozusagen, aber es hat halt sehr viel Spaß gemacht. Aber auch Leistungssportler sind beim Sportbadpokal natürlich dabei. Lisa Graf, Olympiateilnehmerin von 2016 und SG Neukölln-Mitglied, ging in der Staffel an den Start. Ich finde es als gute Möglichkeit, meinen Verein zu repräsentieren und für meinen Verein an den Start zu gehen und mit meinem Verein Spaß zu haben. Auch Maurice Ingenried, der sich jüngst für die Jugend-EM qualifiziert hat, startete über die 100 Meter Schmetterling. Das Ziel für heute ist ganz klar, den Lauf zu gewinnen. Zeit ist egal. Wie gesagt, machen wir alles aus dem Training. Bei der JDM sieht es dann anders aus. Da ist mein Ziel dann eine Finalteilnahme. Und mit der Zeit, die ich bisher drauf habe, sollte das auch möglich sein. Mit dem Sieg beim Sportbadpokal hat es für Maurice Ingenried übrigens geklappt. Hoffentlich auch ein gutes Omen für die Jugend-EM. Fest steht, Spaß hatten bei der Veranstaltung wirklich alle.